Es regnet, die Dachpfannen werden nass. Haben wir überhaupt Dach drin? Nein, aber das muss man auch nicht. Oh. So, jetzt will ich erstmal auf die Uhr gucken. In welcher Zeit leben wir denn? Dafür muss ich die Handschuhe ausziehen. Guck mal auf die Uhr, Mädchen. Nachmittag um 3. Das ist ja fast die richtige Zeit. Ich habe gesehen, bin ich ein bisschen traurig noch. Wir können sie noch nicht herstellen. Wir müssen erst Advanced Engineering haben und Baufertigkeit. Wir müssen Zeug bauen oder reparieren. Das bringt auch Punkte. Wir gehen unser Auto holen. Und dann können wir, wenn wir da die Punkte zusammengeklaubt haben, können wir uns K98 Munition machen. So. Und das wird jetzt ein schöner Wandertag. Wir gehen an der Küste lang. Bis hier hoch. Auto holen. Und mal gucken, ob wir schon unseren Zauberstab hier gleich einsetzen dürfen. Das erinnert ja ein bisschen an Soldat James Ryan. Oder? Na Mädchen, was ist das? Man könnte auch noch hier rangen und so. Das habe ich aber auf dieselbe Taste wie hinknien gedrückt. Ihr seht da oben links. Da läuft Ranging, das misst die Entfernung, 144 Meter, aber ich schieße sowieso nach Gefühl. Wie immer. Sowohl als auch. Uiuiuiui, und die Klamotten sind durch. Und wir werden mit der Ausdauer zu tun bekommen. Aber das Mädchen nimmt da ein bisschen ab, hoffe ich doch. So, mal gucken. Wo sich die ersten... Ich glaube, wenn wir hier durch das Dorf durch sind, ist die K98 Munition sowieso schon wieder alle. So, das Mädchen hat keine Ausdauer. Jetzt schon. Oh mein Gott, das ist ja noch eine Halloween-Folge hier im Gewitter. Okay, niemand da. Ne, das ist schon vergammelt. Aber wir werden mal ein bisschen Aloe oder Agave oder was das ist mitnehmen als Verband. So, jetzt muss sie sich ausruhen. Schon die Ausdauer braucht. Wir sind nur ganz normal gelaufen. Aber egal. Realismus pur. Ja, ich pack die mal hier so rein. Essen habe ich bewusst nicht mitgenommen. Und wenn das Mädchen zu sehr jammert, dann können wir immer noch Würmchen essen. Unterwegs. So, das ist doch ein entspanntes Joggen, Süße. Das sollte doch drin sein. Bis jetzt keine Herrschaften. Was haben wir denn hier? Onkel Klo, fang doch nicht jetzt schon wieder an zu looten. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Oh oh. War das klug? Absolut. Jetzt kommen sie. Ach du Scheiße. Oh, da ist ein Tracer geflogen. Habt ihr das gesehen? Könnt ihr nochmal zurückspulen. Ah, oh, das Ding ist ein Traum. Ja, die Ump. Ich mache das Radio nicht an, damit ich höre, dass jemand, wenn jemand kommt. Oh, oh, Moment. Danke. Ich mache das nur, um meinen Loot-Skill zu erhöhen hier. Ich nehme das nicht alles mit. Hat der Wetterbericht doch gar nicht angesagt. Mal gucken, ob wir das schaffen heute. Ach, guten Tag.
Ich finde mir ja Bleiplatten. Die müssen wir mitnehmen. Hörst doch rascheln. Ach, da bist du ja schon. Dicke. Aber mit den Tresern, das gefällt mir unheimlich gut. Habt ihr geil gemacht? Developers. Und ich habe das schon mehrmals erwähnt. Ich liebe es, wenn es gewittert. So, jetzt warten wir mal, bis die Schnecke hier Ausdauer wieder regeneriert hat. Verzeihung. Aber das ist eben diese Simulation of Life. Mit Schnäuzen. Ah, ein bisschen eine Wanderung. Und jetzt gehen wir schön an der Küste lang. So, wenn das Mädchen dann anfängt zu hungern, dann muss es doch mal hier ihre Dinger verbrennen. Ihre Fettpolster, die Fettschürze und alles Mögliche. So, mal gucken, wir nehmen auch ein anderes Magazin rein, falls es wieder kritisch wird. Und stecken hier noch ein paar Mumpeln rein. Oh, das sollte doch reichen, bis wir ankommen. Ja, so ist es eben im Leben, ne? Wenn man alleine ist, muss man alles selber machen. Da kann man nicht, hat man nicht den Luxus. Aber man kriegt auch kein Bier ans Bett gestellt. Aber man hat auch seine Ruhe. Und keiner nervt. Deswegen spiele ich Einzelspieler. Wenn ich jetzt auf dem offiziellen, mit dem offiziellen Verein spielen würde hier, dann wäre alles frustrierend und scheiße. Wieso ist denn das K98 auf der 1? So ist richtig. Ach, übrigens. Da kommt doch wieder eine neue Kuller rein. Ja, Frustration. Also ich habe keinen Bock, schön in meinem Trott hier mein Zeug zu machen und dann kommt einfach irgendjemand, der seit 2 Stunden irgendwo im Gebüsch sitzt und knallt mich ab und nimmt mir die ganze Scheiße wieder weg. Die teuer verdiente. So, das Mädchen dürfte ja klitschnass sein. Ja, ist klitschnass. Sieht man an dem Blauen. Training! Da können wir im K98 auch mal schön jagen gehen. Aber als erstes steht dann an, wenn wir wieder mit dem Personenkraftwagen zurück sind. Ich habe hier keinen Bock durchzuschwimmen. Weil da müsste ich mich ausziehen, meinen ganzen Scheiß hier lassen. Weil ich sonst untergehe. Die Mission lautet dann, wir klappern die Inseln ab. Mit den Bunkern. Die Stiefel leiden schon wieder wegen der harten Straße des Lebens. Ah, da wird der Regenfänger aber schön voll. Weiter. So ist doch entspannt. Das hält man doch länger durch als 50 Meter und muss wieder Luft holen. So, es ist sehr verlockend, hier einfach reinzuhopsen. Aber wir müssen außenrum. Sonst würde ich ersaufen und nicht wieder rauskommen. Und wir sehen hier, wie viel wir zunehmen an Stärke. Muskelzuwachs. Ihr seht das. 1,7 Kilo, wenn ich springe. Gramm, Verzeihung. Ja doch, 1,7 Kilo pro Tag.
Muskelmasse. So wird das Fett verbrannt. Was ist das? Grundlegende Verfassung, Kondition, ja, verbessert sich. Geschick auch. Fett, Fettaufbau? Kann gar nicht sein. Oh, jetzt muss sie sich ausruhen. Wofür steht das Auto noch da? Aber der Trecker steht ja auch immer noch da. Jetzt können wir aber wieder das Radio anmachen, glaube ich. Toll! Ach, ist das wieder das mit diesem schrecklichen Harmoniewechsel? Nee, ist zum Glück vorbei. Nehmen wir mit als Verband. Ach ja, und das muss ich ja mal noch rausfinden, wie das mit dem Räuchern geht. Wo ist denn das Essen? Wie geht Räuchern? Aber wenn wir erst mal Luft holen müssen, dann guck ich. Weil ich habe doch gesehen, es gab geräuchertes Wild irgendwo. Irgendwo. Zutaten für Chili con Carne, Spaghetti Bolognese. Das Brunnen. Ach, hier ist aber der Brunnen. Da werden wir so mal einen Brunnen basteln, oder? Holzhütte, Werkbank. Die können wir auch. Ja, haben wir alles. Da bauen wir uns eine Werkbank. Da können wir. Können wir, glaube ich. Dann Munition zu Hause herstellen. Große Holzhütte. Ich suche die Räucherkammer. Sandblock. Wenn ihr das wisst, lasst es mich wissen, liebe Leute. Und hier wäre das große Floß. Mit Segel. Stachelfalle, egal. Weiter. Das sieht doch schon besser aus. Oh ja, so weit ist es gar nicht. Los Mädchen, ein bisschen schneller. Du musst Fett verbrennen. Na Mensch, sie hat ja den Grip wie eine Berggazelle. Ah, nochmal gut gegangen. Komisch, das hält sie doch besser durch. Richtig rennen. Okay. Der Arschwackel. Können wir noch mal gucken hier.
Räucherkammer, wo bist du? Stiller Alarm, Feuerwerk, Schneemann, Unterstand, Bodenfackel. Irgendwo habe ich das doch gesehen. Mitgeräuchert, Bärenkopfmütze, Schuhe, Tierhaut, Rock. Ach ja, ich weiß es wieder. Ich sah es nämlich. Wo sind die Würste? Hier. Thunfischsteak. Oh, Thunfisch würde ich gerne fangen. Was denn jetzt? Geht nicht mehr, oder was? Oh, jetzt. Hühnchenfleisch. Kaninchen. Hier. Geräuchertes Bärensteak. Das Räuchern ist ein Verfahren zur Amateurisierung. Naja, zum Garn. Der Rauch entsteht durch Verbrennung oder Verschwelung des Räuchermaterials. In der Regel Holz. Ja, aber wie? Gebäck. Ach, guck mal, der Mürbeteich. Muss ich mir ein Lehrvideo angucken. Wo nichts läuft, also nur schwarzer Bildschirm, Lehrvideo. Apropos Lehrvideo, der Kaffee ist leer. Jetzt muss ich wieder Wasser trinken. Oh, da haben wir die Mundharmonika-Scheiße schon wieder. Aus. Was war denn das? Habt ihr das gehört? Da läuft was. Ein Esel. Ja, aber den... Ich könnte jetzt abknallen, aber... Ich kann mit dem Fleisch sowieso nichts anfangen. Kann ich ja nicht mitnehmen. Ganzen Esel. Eine Keule höchstens. Kann man den reiten? Komm her. Warum klingt der Esel wie ein Bär? Vielleicht ist ein Bär auch hier. Man weiß es nicht. Klingt ja gefährlich. Nord. Jawohl, gerade nach Norden. Ah, das sieht doch schon besser aus. Da legen wir die 51 weg. Haben wir mal einen Esel gesehen in freier Wildbahn. Weiß nicht, ob man die fangen kann. Mit dem Lasso. Laszlo Panaflex. Schön Lavendel oder was auch immer. Oh, jetzt muss ich wieder Luft holen. Ach, das gibt mir die Gelegenheit, mir etwas Tabakhaltiges in den Mund zu stecken. Was aber nicht qualmt. So viel sage ich. Ah, ich glaube, die Bienenpollen sind für Ausdauerregeneration, aber die habe ich ja nie mitgenommen. Ich Spinner. Aber wieso ist sie so besser, schafft mehr Strecke, als wenn ich nur schön vor mich hin jogge? Hier ist das Boot, also das Schiff. Was ist denn jetzt, Mädchen? Bergauf geht nicht so gut. Ein Esel. Ich höre doch schon wieder was. Oh, jetzt habe ich gedacht, das Nachtsichtgerät.
Irgendwas habe ich doch gehört. Am Ende habe nur ich das gehört, ihr nicht. Weil ich wieder Stimmen höre. Na, das war aber ein ordentlicher Regenguss. Da dürfte doch einiges zusammengekommen sein. Also, Brunnen können wir bauen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Weil, da kriegen wir Punkte auf Engineering. Und da können wir uns irgendwann mal... Och, guck mal, da läuft jemand. Na, Mädchen, anvisieren ist nicht mehr. Macht sie nicht, sie will nicht. Nochmal wegpacken, wieder rausnehmen. Jetzt, was hat sie denn? Geht das nur, wenn sie Ausdauer hat, oder was? Oder wie? Legen wir uns mal auf die Straße. Jetzt geht's. Das ist laut, wa? Steck mal eine neue Mumpel rein. Oh, da kommt jemand. Abenteuer mit Onkel Klo. Wenn man sich das vorstellt, im Zweiten Weltkrieg hat jeder so ein Gewehr gehabt. Jeder, alle, auch Kinder und Schwangere. So laut. Ja, sehr schön erfolgreich. Wir haben unseren Skill, glaube ich, jetzt auch ein bisschen gesteigert. Lass mal gucken. Scharfschütze, jawohl, geht nach oben. Wenn man mit Fernrohr schießt. Ja, hat sich's doch gelohnt, euch dabei zu haben. Bisschen rumknallen, K98. Ah, wunderbares Spiel. Gehe ich noch nach Norden? Ja. Aber wieso haben die da auf der Straße gestanden? Was ist denn das für ein Quatsch? Da gibt's ja gar nichts. So, Mädchen trocknet wieder, oder? Ja. 10 Kilo wiegt die Weste. Sie hat Hunger. Ne, das ist doch das, was wir uns vorgestellt haben. Fang jetzt nicht an zu jammern. Du hast noch Fett. Armin Maivis lässt schön grüßen. Habe ich letztens eine Doku gesehen. Also Doku. Haben sie wieder mit schlechten Schauspielern das alles nachgestellt. Ah, das können wir zu nur auch fressen, das Zeug hier. Erholung. Mhm. Oh, aber trinken dürfen wir. Viermal heißt das Maß der Dinge. Zu viel ist... Dann mehr als 4. Und dann kotzt ihr, möglicherweise. So, frisches Wasser. Was heißt BR? Kleiner, frisch? Was soll das heißen? Frisch? Keine Ahnung. Weiter geht's. Hunger muss sie abkönnen. Im Auto warten Kartoffeln und Fisch. Glaube ich. Oder gesalzenes Steak. Wie bei der Schnitzeljagd. Und ich glaube, wir können es uns erlauben, dann doch mal da hochzufahren mit Personenkraftwagen. Ja, das Mädchen ist es nicht gewöhnt, die Füße zu benutzen. Hier, du darfst eine Made essen. Die hat, haben doch nicht so viel Fett, oder? Fett insgesamt 8,6 Gramm. Wie viel wiegt denn die Made? Die Larve. Da müssen wir lang.
Wandertag. Gucken, wie das aussieht, wenn ich jetzt hinlegen drücke. Oh, das kann sie aber gut. Ich habe mich da immer angestellt. Da mussten wir das trainieren. Sich aus dem Lauf auf die Erde schmeißen. Da gab es so einen Ablauf. Erster Ellbogen und so. Ich bin immer total aufs Maul geflogen. Haben die mich immer alle ausgelacht. Also egal. Wie lange ist das her? 16 Jahre. Das habe ich mittlerweile gelernt. Hinzufallen. Wie das geht. Oh. Was ist das hier? Der Wandertag. Daneben. Das hat aber geruckelt jetzt. Warum? Hier ist doch gar nichts. So, jetzt fängt es an zu piepen und das war's für Onkel Klo. Hier, tu mal neue Mumpeln rein. So, können wir das wieder... Ach, das ist so ein Ding. Das passiert immer, wenn man das Scope benutzt. Ich erinnere mich, weil das dann so weit in die Ferne reinlädt. Oh, der war aber nah. Wir gucken mal, was du dabei hattest. Hotpants. So, können wir jetzt wieder ruckelfrei weitermachen? Nein. 3 Frames pro Sekunde. Hauptsache ihr wartet jetzt nicht noch die andere Hälfte vom Scheibenleckerbus in der Prärie. Schulbus Sonnenschein. Oh nee, darf man nicht sagen. Kennt niemand, heißt ja nicht mehr so. Ja, du darfst das essen und ein bisschen Chitin. Jetzt geht's wieder. Mal gucken. Scope in die Ferne schweifen. Oh. Ja, das ist sie nicht gewöhnt. Das Mädchen. Ja. Trainieren wir uns was ab? Veränderung der Fettmasse plus 2,7 Kilo pro Tag. Und wir haben schon 5 Tage überlebt. Ich bin 30. Stimmt zwar nicht, aber egal. 5 Liter Blut nur. So, hier noch hoch. Nur noch ganz kurz. Wie sieht es mit der K98 Munition aus? Jetzt benutzt sie dann die gute. Die Tracer sind aufgebraucht. Ja, damit das Mägelchen nicht die ganze Zeit rebelliert. Ach, ich gehe in die falsche Richtung. Und das Herz pumpt. Trink nochmal einen Schluck. Schön Regenwasser. Ja, und die Gesundheit leidet eben auch vom Gewehr. Wenn man beschissene Munition benutzt. Und da war reichlich Kacke dran. Jetzt schwitzt sie. Oh, hier, eine Plantage. Gibt's hier Kürbisse? Mal gucken, wen wir da in der Plantage treffen. Ist wieder der Nachbar. Ein
Ein paar Weintrauben fressen. Was ist denn da drin? Ist da kein Fett? Aber Zucker. Komm, Mädchen. Such dir ein paar Beeren. Zeig mal, was hat denn das? Fett. 3 Gramm. 0,3 Gramm. Protein. Zucker. 19. Ah ja, iss. Wir müssen sowieso warten. Aber beim Essen regeneriert sie gar nicht. Ausdauer? Wir lernen wieder was. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, wenn ihr den Loot nicht hochgestellt habt, dann findet ihr vielleicht in der ganzen Plantage hier 3 Trauben. Wie nennt man das? Reben? Nee. Keine Ahnung, wie das... Eine Traube ist eine und das ganze Ding heißt... Doch, eine Rebe, oder? Und das ist der Rebstock. So, ab geht's. Jetzt hat das Mädchen wieder Energie. Nee, falscher Knopf. Sehr gut. Können wir noch ein bisschen hier rumballern? Muss auch mal sein. Oh ja, reparieren wir die Schuhe. Muss auch mal sein, mal wieder zu den Ursprüngen. Was war denn das? Ein Schwein? Oder wieder ein Esel? Eine Möwe? Wie klingt denn das für euch? Ein Elch? Ah, so viel zu erleben. Was soll denn das sein? Ein Esel. Das klingt aber überhaupt nicht gesund. Na, der war wahrscheinlich hinter Busch. Wo bist du denn? So klingt doch kein Esel. Gruselig. Gibt's ja auch einen Bunker? Kann sein, dass hier eine Küstenbatterie steht. Das sieht mir so aus. Ich würde hier eine platzieren. Ah. Die läuft uns nicht weg. Und das ist sowieso unwirtschaftlich, in der Gegend rumzurennen und nach Bunkern Ausschau zu halten. Wenn man die Inseln abklappert, ist man viel besser bedient. Da ist fast auf jeder Insel so ein Bunker. Und das haben wir dann auch noch zu tun, liebe Leute. So viel zu tun. Geil. Jetzt muss ich wieder pinkeln. Okay, Mädchen, go. Wie ich mich um sie kümmere. Mein Mädchen. So kann man das mal spielen, sein Mädchen. Sein, also mal seine weibliche Seite ausleben. Ich kenne viele Mädchen, die gesagt haben, ach, mal für einen Tag ein Junge sein. Ich weiß doch, was ihr da anstellen würdet. Ihr Ferkel. Nämlich im Stehen pinkeln. Weil das unheimlich cool ist. Aber, ja, irgendwann wird es auch langweilig und zur Gewohnheit. Ich habe es verlernt, im Sitzen zu pinkeln. Das kann ich so sagen. Das ist ja nicht, da kann man mir ja keinen Strick draus drehen. Wenn ich mich hinsetze und will pinkeln, dann mache ich das andere automatisch auch. Auch wenn ich gar nicht muss.
Das ist irritierend. Weil ich eigentlich nur die Nummer 2 im Sitzen mache. Olyphenzahn. Und schon wieder Rechtsverletzungsklage. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, man kann nur wegen Plagiat und so verklagt werden, wenn man 8 Töne, vielleicht hat sich das geändert, wenn man 8 Töne kopiert, dann ist es ein Plagiat. Wenn man weniger, also wenn ihr, was weiß ich, von Johannes Heesters, ich werd 100 Jahre alt oder so, 99%, wenn ihr das nur 8 Töne davon spielt, ne 7, dann kann euch niemand einen Strick draus drehen. Da könnt ihr euch berufen auf mich. Onkel Klo hat das erzählt. Das muss stimmen, weil der nur Wahrheiten verbreitet. Und überhaupt nichts aus der Fantasie entspringt. Aber das habe ich wirklich mal irgendwo gelesen. Acht Töne in Folge ist Plagiat. Ist klauen. So, wir hocken uns mal hier hinter das Holzstück und gucken und holen Luft. Und dann knallen wir hier unten im Dorf noch ein bisschen rum, würde ich sagen, da wo wir vorhin waren. Und das war das Leuchtturm. Oh, meine Stiefel sehen aus, ich muss mal wieder Klamotten waschen. Oma! Wasch meine Sachen. So, da knallen wir aber noch ein bisschen mit ACP jetzt hier am Dorf rum. Mit unserem Können in Gewehr müssten wir da auch mittlerweile ganz gut sein, oder? Schleichen, Sprengstoff, Kondition, Stärke. Naja. Und wir haben wohl lange keine Airdrops gehabt. So, mal gucken, was die Mischpoke hier vorne zu bieten hat. Magazin, wie siehst du aus? Voll, oder? 31 von 30. Yeah, mehr geht nicht. Aber man macht die Magazine nicht ganz voll, sonst kann es sein, dass es klemmt. Und haben die uns zusammengeschissen? Wenn wir die Magazine, bevor wir sie reingetan haben, am Helm, wie die Amis, so angedutzt haben, haben die geschimpft. Oder wenn du den Riemen am Helm nicht unters Kinn geklemmt hast, wie der letzte Depp. Sind sie Amerikaner? Hallo? Was? Der steht doch wieder auf. Möchten Sie sich versammeln? Haha. Das finde ich astrein, dass man das so wahrnehmen kann, von wo sie kommen. Durch das Rascheln. Ah, da hinten steht noch jemand. Aber den, wir wollen mal ein paar Leute anlocken. Ich liebe es. Ich höre doch. Irgendwo ist jemand. Egal, weiter geht's. Die Westernstadt ist auch wieder nachgespawnt hier. Vielleicht finden wir ein Repair-Kit. Aha. Eine Schere, aber eine Bastelschere. Nicht mit scharfer Klinge. Das wäre zu brutal. Ach, obwohl, die Scheißdinger brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und dann brauche ich sie. Aber wir haben ja zu Hause einen ganzen Schrank voll.
Na? Besoffen, umgefallen oder wie? Na, die beiden Garagen nehmen wir noch mit. Alle. Ah, Auto-Repair-Kit, liebe Leute. Aber nur 8%, das macht aber nichts. Und Schrotzen-Moon. Aha, aha. Da ist jemand wach geworden. Dann können wir das doch zelebrieren, indem wir mal ein Feuerwerk starten. Kleines Feuerwerk. Es gibt wirklich unterschiedliche Arten. Zweck dir, 1911. Aha, deswegen ging das gestern auch so lange, weil es ein großes war. Schade, dass es niemanden anlockt. Das würde ich mir noch wünschen, dass man das einfach, bevor man in ein Dorf geht, das hinstellt. Bushmaster, Bushman, das ist ein gutes Ding, also eine sehr gute Nahkampfwaffe, aber ich brauche es nicht. Aber für den Anfang ist das eine astreine Sache. Wie ist die Waffenhaltung im Gelände? Naja. Drill. Oh, Angelhaken. Mal gucken, was das für welche sind. Ja, das sind die. Für Karpfen oder so. Da müssen wir auch noch. Lassen wir uns dann schön mit unserer Nussschale im Fluss runtertreiben. Und angeln. So, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Jawohl. Direkt Nord. Da müsste unser Personenkraftwagen stehen. So, jetzt kommt die Drohne. Und ich habe immer das Gefühl, wenn die Drohne kommt, dauert es nicht lange, bis ein Airdrops runterkommt. Ach, was für ein weiterer schöner Tag in Skum. Ich hoffe, für euch war es nicht so langweilig, einfach mal spazieren zu gehen. Aber dieses Spiel hat es einfach nur verdient. Es ist ein Traum, der wahr wird für mich. Wenn man sich das vorstellt, hätte es so ein Spiel vor 15 Jahren oder so gegeben. Ich wäre ausgeflippt. Ich hätte wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt, weil ich mich so fertig masturbiert hätte. Weil das Spiel so geil ist. Und es schafft's auch heute noch, immer noch. Aber nicht so sehr, dass ich einen Schlaganfall kriege. Aber es ist ein Traum. So, haben wir was abgenommen? Nee. Ändern. Wir verlieren aber 1,2 Kilo pro Tag, wenn wir so weiter watscheln. Oh. Ich höre doch jemanden gurgeln. Die Dicke im Gebüsch. Was hast du denn da gemacht? Oh, das sind mehr. Ja, das erlebt man ja sonst nicht. Ich habe ja in der freien Wildbahn auch höher gestellt auf 3. Da gab's. Da steht noch jemand. Da gab's 3 Regler, also in den Einstellungen. Sag mal. Da gab's Indoor, also in Gebäuden.
Das habe ich auf 2 gestellt. Draußen in der Landschaft auf 3 und in Städten auf 3. Mensch, ach, ist das ein geiles Spiel. Ach, wie bequem, ach, wie wundervoll. Hier ist unser Auto und vielleicht ein neues Boot und dann die unendliche Geschichte. Und ich, Depp, habe die Schachtel nicht mehr wieder reingestellt. Aber mache ich jetzt. Und einmal reparieren brauchen wir nicht. Auto ist ganz. Sehr geil. Und jetzt könnte ich doch auch das K98 Scope bestimmt hier drauf pflanzen. Aber es ist geil genug, wie es ist. Kein zweites Auto. So, und jetzt juckeln wir mal noch da hoch. Da oben hin. Hinein! Oh yeah, Future Trends. Folge dem Delfin. Ja, und im PvP, also Multiplayer, Player gegen Player, ist es, fährst du nicht mit dem Auto über eine Brücke, weil die da immer Minen hinlegen. Habe ich gesehen in Videos. Oder man läuft auch nicht über die Brücke. Man fliegt. Ja. Nach 30 Sekunden wird es langweilig, wenn man immer nur dasselbe macht. So ist es richtig hier. Nordosten, ja. Ja, und wenn es nicht so ruckeln würde, wenn man in die Stadt kommt, würde ich liebend gern mit euch das Ding mal auseinandernehmen. Aber es ist, wie es ist. Und die Klapsmühle zum Beispiel, auch wenn das so ruckelt, haben nur die Püppchen was davon. Nochmal einen zaghaften Loot-Versuch in der Militäreinrichtung versuchen. Hui, Mädchen. Ja, und da lang. Och, guckt mal hier. Würde ich ja nehmen, aber ich habe keinen Bock. Dann noch mal loszulatschen. Bam. Und da lässt sich der Klo ganz oben am anderen Ende der Karte umbringen und darf alle über noch mal hinlatschen, um sein Zeug zu holen. Mais. Wir brauchen Kürbize. Aber jetzt ist ja Halloween auch vorbei. Also weg, Dicke. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen da zu dem komischen Tunnel. Und dann können wir aber über den Berg fahren. Oh, was ist das hier? Gewässer? Wir können bestimmt auch schön angeln. Noch richtig, ja. Nächste links.
Und jetzt? Links, rechts. Was sind das hier? Ah, noch ein Dörfchen. So, jetzt kommt der Tunnel. Und hoffentlich. Oder? Das ist doch hier das Airfield, ja. Hoffentlich steht nicht im Gebüsch wieder jemand mit dem Sprengstoffgürtel. Oh, hier haben sie das aber immer noch, dieser komische Bug. Mit dem Geruckel auf der Straße. Aha. Very nice. Mein Name Borat. Ja. Und hier wird's aber schon dann heikel. Das geht doch nicht mehr, das Auto, oder? So, und da sind wieder solche Baracken. Und da unten laufen schon wieder die Robotorohren. Eine kleine Stippvisite nur. Ich will nicht hier großartig rummauscheln. So, mal gucken, ob der Trick funktioniert. Wir knallen jemanden an und wollen die anderen damit anlocken. Bisschen höher, weil wegen Entfernung. Ah, ich knie mich hin. Mal gucken, ob sich welche offenbaren. Ja. Den habe ich gar nicht getroffen und er ist umgefallen. Das ist aber, finde ich, sehr sozial. Na? Oh, was macht er denn? Das Handy klingelt wahrscheinlich, weil er so vibriert. Nein, das ist falsch. So ist richtig. Nochmal. Das ging drüber. Der hat eine Weste an. Und es ruckelt. Leicht. Da hinten ist noch jemand. Oh, guck mal, wen wir da haben. Wie sieht's mit Munition aus? Bisschen. Naja. Oh, das ruckelt aber extrem jetzt wieder. Das ist kein. Das sind keine Bedingungen, um da reinzugehen. Vielleicht entruckelt sich's ja gleich. Aber diese Folge haben wir unsere Geduld bewiesen. Jetzt wird's wieder besser. Ich werde mal das K98 weglegen.
Ist das bei mir, was so dröhnt? Ich glaube, der Lüfter, er arbeitet. Ach ne, unten ist die Straßenkehrmaschine wahrscheinlich gerade unterwegs. Hier rein. Ja. Unten fährt die Kehrmaschine. Ich habe gedacht, was ist denn das jetzt? So, wollen wir doch mal da reingucken, wa? Oh Gott. Das machen wir noch. Hauptsache, es ist niemand nachgespornt. Wie sieht's hier aus? 18. Ne, da laden wir mal nach. Anderes Magazin. Und das Gute ist, hier kommt man gar nicht so... Also kann man gut schummeln, weil man hinten reingehen kann. Kommt man nicht in Berührung mit den... Ihr wisst schon. Mit den Robotoren. So, Achtung, jetzt wird's heiß. Ja, wir nehmen den zuerst. Okay, geht. Und es ruckelt. Jetzt nicht mehr, das ist gut. Ah, liebe Leute. Ah, ACP, gern gesehen. Komm in meine Arme, Baby. Zucker? Nee, aber eine kurze Hose nehmen wir mit. Obwohl, Zucker, komm. Man weiß ja nie, was wir immer noch kochen wollen. Oh, blöde Handschuhe. Ah, ist das geil mit dem Gewehr. Nee. Papier nur noch, wenn wir es sowieso dabei haben. Kleine Überlenkfolge, was? Mache ich mir noch ein Magazin damit? Ja, da haben wir es weg. Wieder Platz geschaffen. Und die selber gebaute können wir eigentlich auch mal benutzen. Mhm. Na? Und wir machen dich wieder voll. Ja, SCP. Ah, ein Traum. Gut ausgerüstet. Im geilsten Spiel des Universums. Vielen Dank nach Kroatien. Ich komme doch gleich zu euch, Mensch. Nee. Was liegt hier? Magazin. Oh, 44er. Ja, was ist denn das? Aha, AKS. 9 Mulli. Die Dinger machen wir noch. Überlängenfolge, habe ich ja gesagt. Also ist die wahrscheinlich dann erst... in der Nacht um 12 verfügbar für euch. 3006. Ein Sack, eine Mütze. Nee, ist ein Hut. So, na dann. Hallo. Niemand zu Hause? Oder liegt da noch irgendwo jemand? Nö. Was hat denn der Kilt hier verloren? Was ist denn los? Na? Da war die Tür weg. Ah, was für ein schöner Tag. Endlich mal wieder ein Spiel, was einen nicht frustriert. Wieso ist in der Militärenlage Angelzeug? Oh, Apfel. Hinein. Mandeln. Keine Ahnung.
Vielleicht können wir uns einen Kuchen backen, den ich da nicht essen darf. Weil ich auf Diät bin. Schloss. Noch ein Schloss. Und alle guten Dinge sind drei. Nee, 22 könnt ihr behalten. Was haben wir hier? Da haben wir doch schon welche, oder? Nee. ACP, gern gesehen. Nix, ja, es ist die Kehrmaschine draußen. 3006 in der Schachtel, das ist gut. Brauchen wir noch ein Gewehr dafür? Will ich nicht. 9 Milli. 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 Erinnert sich da noch jemand dran? Wochenshow? Ich weiß gar nicht, wie das hieß. 10 vor 12 oder so. Ah, ich habe die Tür nicht zugemacht, aber ist egal. Nee, ist nicht egal, aber... Hallo! Aufwachen! Geile Sache! 13, meine Glückszahl, behalten wir. Ich durchwühle die Typen jetzt nicht. Ja, Slugs nehmen wir mit. Können wir mal wieder mit der Schrotze losziehen. Nö. Was sind das? Noch ein Rock. So, das ist hier, was mir gerade so einfällt. Wenn ihr da im Fokus-Mode geht, das zeigt euch an, ihr Aufmerksamkeitsdefizit. Eine weiße Gasmaske brauche ich nicht. Ein Schloss? Nein, Papier. Schloss? Nein, Papier. Und Klebeband. Okay, XPS. Mal gucken, können wir das auch benutzen? Sieht ja genauso aus. Was haben wir hier? 50er. Ja. Oh, liebe Leute, haufenweise Munition. Da brauchen wir endlich mal noch ein Magazin. Nein, 22er will ich nicht. Für die 50er. Nee. Für die 50er Desert Eagle. Mhm. Da brauchen wir einen M1 Garand. Messer. Aus dem Zweiter Weltkriegsbunker. So viel 308 Munition, wie wir haben. Was ist denn hier? Die Key. Ha? Mein Gott, ich fühle mich unheimlich gut. Ich komme wie so ein richtig starker Mann vor, obwohl ich eine Frau spiele. Sehr gut, ACP haben wir noch zu Hause. Das sieht alles wunderbar aus. Oh, aber da haben wir genug hier von Armbrüstchen. Die habe ich repariert. Haben wir zwei, die ich nicht benutze. Ah, noch mehr 3006. Warum stackt das nicht? Muss man das alles immer von Hand machen? Und eine Sicherheitsbrille. Nee, danke. Eine Tasche. Hm? Dann werden wir mal den Brunnen bauen, wenn wir in der nächsten Folge sind. Um unseren Skill hochzukriegen. Engineer. Das nehmen wir mit. Oh, der sieht aber schön aus. Ich glaube, der gefällt mir. Mal gucken, wie sie aussieht damit. In braun, ja, das kann sie tragen. Es sieht nicht gut aus, aber sie kann es tragen. Die nehmen wir mal mit, falls, nein, nicht anziehen. Falls wir mal irgendwo
ein Schloss knacken müssen, was mit Strom gesichert ist. 22er Tracer. Hunter für 22er Tracer. ACP. Warum? Warum? Ach so, weil ich weiß warum. Dass das nicht automatisch stackt, weil ich sie noch aus der Verpackung habe. 357er Desert Eagle haben wir selber. Ich muss sie aus der Kiste rausnehmen und dann doppelklicken. Dann kann ich... Dann stackt das automatisch, wenn ihr das rüberzieht. Das war aber ein Sprung. Graviert. Weil er graviert ist, nehmen wir mit. Ich werde ihn nicht benutzen. Aber vielleicht dann, wenn die Händlerposten kommen. Nehmen wir mit. Fingerlose Handschuhe in gut und in dunklerer Farbe. Gefällt mir. Nehmen wir. So, Knifte weg. Wir rennen nach Hause. Tür zu. Oh, liebe Leute, eine erfolgreiche Folge, oder? Zwei erfolgreiche Folgen. So viel schöne Geschenke. Ah. Für mich war das gar nicht so langweilig. Für euch? Zum Auto zu latschen und dann hier nochmal her? Sehr gut. Wo ist mein Auto? Ich fahre nach Hause, lade aus und wir werden uns dann am nächsten Tag hier im Spiel wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt schöne Unterhaltung gehabt. Wenn ihr Vorschläge habt oder was besser wisst, immer rein in die Kommentare. Und falls jemand Ahnung hat, wegen Räuchern von Fleisch, sagt es mir. Ich bin heiß, selber zu räuchern. Bis zur nächsten Folge, euer Onkel Klo. Ciao.